Verehrte liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist die erste Rede zum Baum der Hoffnung und der Zukunft, der draußen auf dem Münsterhof steht. Heute haben wir den 1. Mai. Mein Name ist Niklaus Peter, ich bin Pfarrer hier. Dass ich mit einem Satz aus der Bibel komme, wird Sie nicht sonderlich erstaunen. Vielleicht aber, dass dieser Satz aus der Bibel wie ein Motto der EMPA, der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt, klingt. In Deutschland heißt das TÜV, Technischer Überwachungsverein, was etwas weniger bieder, aber dafür ziemlich gruselig klingt. Dieses Bibelwort also, mit dem ich beginnen will, ist von Paulus. Es heißt, prüft alles, das Gute behaltet. Der Kölner Stadtanzeiger schrieb 2016 zu diesem 150. Geburtstag des TÜV, ob Autos oder Brustimplantate, der TÜV prüft alles. Und das ist sinnvoll und notwendig. Denn in unseren technischen Zivilisationen nehmen aufgrund der Technik Gefahrenmomente zu. Man kauft ein Auto, aber dieses kann zu einem gefährlichen Straßengeschoss werden, wenn die Bremsen versagen. Oder man kauft eine raffinierte Haushaltmaschine, mit denen man auch die eigenen Finger schnetzeln kann. Um jetzt mal von Großgefahren ganz abzusehen. Aber sind das heute die Hauptgefahren? Heute stecken wir in der Corona-Krise, eine anders geartete, schwere Prüfung, könnte man sagen. Und wir wissen noch nicht, wie wir sie bestehen werden. Aber ich glaube, den meisten von uns ist klar, so weitermachen wie bisher, das können und wollen wir nicht. Und deshalb dieses Pauluswort, prüft alles. Und das heißt, überprüft, was ihr jahrelang mit viel oder wenig Gedanken getrieben habt und fragt euch, was davon wollen wir behalten, weil es gut ist. Als Lorenz Schmid mich anfragte, ob ich bei dieser Aktion Baum der Hoffnung und Zukunft mitmachen wolle, da sagte ich fröhlich zu. Denn hier geht es darum, mit Blick auf diesen Corona-mäßig stillgestellten, so schönen Münsterhof, nun zurück, aber vor allem nach vorne zu schauen und sich zu fragen, was könnte, was müsste anders sein. Und schön ist, dass 12 Persönlichkeiten gleich zugesagt haben, als wir sie angefragt haben, nämlich Brida von Kastelberg, Felix Gutzwiler, Franziska Driessen-Reding, Laura Zimmermann, Esther Girsberger, Moritz Leuenberger, Barbara Bleisch, Luzi Bernet, Monika Büttler, Roger Döweck, Ilona Schmiel, Abt Urban Federer und Enzo Enea. Alle haben zugesagt, plus minus, ganz persönlich über das Thema zu sprechen. Was will ich nach der Corona-Krise für mich persönlich, aber auch für die Gesellschaft neu bedenken? Vielleicht verändern? Was möchte ich an positiven Akzenten setzen? Nochmals, prüft alles, das Gute behaltet. Das ist ebenso pragmatisch, wie es anspruchsvoll ist. Denn die ganze Weltgeschichte hindurch gab es Pandemien, Seuchenzüge. Wir Heutige aber dachten, das alles ist vorbei. Alles durch unsere Wissenschaft, unsere Medizin, unsere Technik überwunden. Und merken jetzt, dass unsere Lebenspraxis, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft nicht mehr mit solchen Realitäten gerechnet hat. Dass wir zwar schnell von Zürich nach Wuhan kommen können, dass aber Viren ebenso schnell von Wuhan nach Zürich kommen können, das haben wir nicht bedacht. Unser ganzes System ist darauf eingestellt, dass totaler Verkehr, Verkehr von Menschen, Waren, Geldern, stets möglich ist und möglich sein muss. Müssen wir unsere Reiserei, müssen wir den damit einhergehenden
Verbrauch von Rohstoffen, von Natur und die damit verbundenen Schäden und Gefahren vielleicht überdenken? Wie konnten wir es zulassen, dass wir Produktionssysteme haben, die so optimiert sind, aber auch nur dann laufen, wenn alles unter den Schönwetterbedingungen totaler Globalisierung funktioniert? Nie darüber nachgedacht haben, wie gefährdet dieses System ist, wenn die weltweiten Ketten brechen oder zusammenbrechen. Das heißt ja nicht, dass wir uns alle abschotten sollten, sondern einfach mal darüber nachdenken, was heißt es, Systeme zu haben, die darauf eingerichtet sind, dass es dies oder jenes geben kann. Vielleicht müssen wir maßvoller werden. Vielleicht müssen wir neben dem Globalen das Lokale, das Regionale stärker bedenken, aber nicht nur bedenken, sondern wirklich auch in unsere wirtschaftlichen, sozialen Abläufe einmontieren. Das heißt nicht, sich abschotten, nationalistisch werden, sondern einfach darüber nachdenken, was sind funktionierende kleinere Wirtschafts-, aber auch Gesellschaftsräume. Auch sozial, was sind kleine Räume, die funktionieren? Und vielleicht darüber nachdenken, wie steht's mit unserem Älterwerden? Wie steht's mit der Endlichkeit? Denn ich denke, viele Leute sind völlig überrascht, was jetzt passiert. Und die große Frage, hält unser soziales Netz? Prüft alles, das Gute behaltet. Sie werden es gemerkt haben, ich bin kein Virenexperte, ich bin auch kein Ökonom, da werden Berufenere sprechen. Ich selber arbeite in diesem Bereich der geistigen, geistlichen, auch sozialen Materialprüfung. Und hier meine Gedanken. Social Distancing, wir realisieren, wie sehr wir Menschen auf Berührung, Nähe, Kontakte angewiesen sind. Wir sehen zwar, dass digital einiges möglich ist. Ich bin auch beeindruckt von der Kreativität vieler Menschen, aber mir selbst ist es nie so deutlich geworden wie gerade jetzt, dass wir Plätze, Münsterhof, Räume, Kirchen, Theater, Konzertsäle, Museen, Restaurants brauchen, wo wir hingehen können, uns austauschen können, dies, weil wir soziale Wesen sind. Austausch kann nie nur digital sein. All jene Propheten der Digitalisierung scheinen stillschweigend vorausgesetzt zu haben, dass all das nebenher läuft und funktioniert, aber es läuft eben nicht automatisch, sondern gewissermaßen halbautomatisch. Und das heißt, wir müssen etwas dafür tun. Jeder von uns muss vielleicht auf jemand anderen achten. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen füreinander sorgen. Das müssen wir wieder stärker in den Blick bekommen. Und uns fragen, welche Strukturen klemmen genau das ab? Welche begünstigen diese Art von sozialer Interaktion? Prüft alles, das Gute behaltet. Wir sehen Experten mit immer neuen Zahlenreihen, Studien, wedeln und diskutieren und merken im Stillen, sie sind zwar Experten, aber vieles ist ungewiss. Schlimm wäre es, glaube ich, wenn wir jetzt mit Religion in diese Lücke springen wollen. Denn mit Totaldeutungen ist uns jetzt nicht geholfen. Außer ein paar Dummköpfen habe ich fast niemanden gehört, der von diesem Virus als einer Gottesstrafe gesprochen hat. Und wenn schon, habe ich Dinge gehört, eine naturreligiöse Variante, die aber nicht sehr viel klüger ist. Die Natur schlägt zurück. Wie ich überhaupt glaube, dass wir auf die Sprache achten müssen. Alle Kampfmetaphern sind wirklich ungut und nicht hilfreich. Wir kämpfen nicht in einem Krieg, sondern, wenn schon, könnte man sagen, unsere Immunsysteme, nicht nur die körperlichen, auch die sozialen, die mentalen, sind geschwächt. Und das ist etwas anderes, als in einen Krieg ziehen,
neu über Immunsysteme nachdenken. Wenn Religion zu etwas Gutes, so glaube ich, dass sie uns hilft, über unsere eigene Verletzlichkeit, Fehlbarkeit, Endlichkeit nachzudenken. Die Begrenztheit unseres Lebens und unseres Wissens nicht zu vergessen. Religiöse Erkenntnisse, wenn sie so sind, dann helfen sie uns, in ein Weisheitsmuster zu kommen, in dem wir das Leben besser verstehen, als wenn wir nur mit Zahlen umgehen. Weshalb fließen solche Dinge so wenig in die Gespräche ein? Unser Empa-Experte Paulus, wie ich ihn genannt habe, betont, das Gute behaltet. Haben wir denn intensive Gespräche über das Gute, das menschlich Gute, das gesellschaftlich Gute, das Verträgliche, das zu Bewahrende, aber auch das, was nun wirklich morsch geworden ist? Oder denken wir, wie die Zürcher Aufführung von Faust im Beiheft formuliert hat, eine durchbefreite Gesellschaft von Radikal-Individualisten, unfähig zur Gemeinschaft und Arbeit am kollektiven Sinn. Und der Teufel flüstert in die Ohren, sei dein eigener Maßstab. Na, vielleicht müssen wir über Maßstäbe reden, miteinander. Ich persönlich jedenfalls will künftig intensiver dazu beitragen, dass Geistiges, Seelisches gestärkt wird, dass Gemeinschaften, nicht nur kirchlich, aber auch kirchliche Gemeinschaften, lebendig bleiben, dass schwache und ältere Menschen nicht vergessen werden, aber eben auch, dass die Freiheit dabei nicht verloren geht. Denn Immunisierung, darüber nachdenken, ist sehr wichtig, aber bitte keine Durchmoralisierung, keine Suche nach Sündenböcken. Ich glaube, Paulus hat recht. Prüfet alles, das Gute behaltet.